Hinter dieser Tür befindet sich Logarth. Die große Drachenlady, die hier ganz viel für Unordnung stiftet. Wir sollen sie jetzt besiegen, doch können wir das schaffen? Was wollt ihr hier? Naja, dich töten? So ziemlich? Boah, sieht ja schon cool aus, oder? Alles so gebastelt. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solche Winzlinge, ihr seid ja nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet. Lecker. Ich werde erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch und dann... Ekelhaft. Also, jetzt habe ich auf jeden Fall mindestens mehrere Gründe, sie zu besiegen. Und sie passt gerade so noch auf die Stage rein. Zeit für den Imbiss. Wen soll ich zuerst anknabbern und den Fuß ablecken? Ekelhaft. Das können wir direkt erstmal. Was kannst du über sie herausfinden? Was haben die Leichen über sie erzählt? Das ist Logarth. 20 KP, 5 Angriff, 1 Verteidigung. Logarth beherrscht Dampf- und Beißattacken und sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in die Enge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Es gibt einen Orden, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Was? Hä? Ein Orden? F und Sch. Okay, nee. Habe ich actually sogar ganz vergessen, dass wir so einen Tipp hatten, aber... Ich schätze, wir können es auch einfach so schaffen, oder? Ein Verteidigung. Probieren wir mal den Power Downs aus. Bam! Nein! Verteidigung nehmen! Da quakt ja ein Frosch! Wieso habt ihr das gewusst? Sofort aufhören! Ich ekel mich vor Fröschen, seit ich mich an einem verschluckt habe. Ah! Ich muss nur dieses Quaken hören, schon fühle ich mich schon ganz schwach! Ah, dieser optionale Sound. Ernsthaft? Der Orden? Hör auf, Toad! Keine Münzen für den Mario! Ne, es war eigentlich aus Versehen, ich habe aus Reflex wieder X gedrückt. Ich weiß nicht, warum das immer passiert. Dass das Spiel mir das so anzeigt. Nervt mich eigentlich ein bisschen. Okay, ich glaube, sonst kann Gumbrina hier nichts machen. Wechseln wir zurück auf Kupio. Der hatte zumindest eine bisschen stärkere Attacke drauf. Ich versuch's nochmal. Jetzt. Meine Kraft lässt nach. Das ging doch schon mal ziemlich gut. Hä? Was zum... Wow! Kein Schaden. Okay, sehr gut. Wir haben es zum Glück abblocken können. Aber kann sie überhaupt irgendwas? Sie wirkt mir ziemlich schlecht, wenn ich ehrlich bin. Und ihre Verteidigung ist komplett weg jetzt, wo sie die... Geräusche gehört hat. Interessant. Okay, ich trinke mal ein bisschen Sirup. Okay, ist glaube ich egal, ob er oder ich es bekommen. Wir teilen uns ja die Punkte, von daher passt das. Abgefackelt. Zumindest ist unten alles nackt jetzt. Piu! Rim. Find super, wie die Knochen Koopas da alle zuschauen. I like that. Mach mal den Hammer. Okay, das ist ein Bosskampf? Die lächerlichen 20 Leben da? Ich weiß ja nicht, du. Die ist ja jetzt schon zur Hälfte besiegt. Und sie soll hier Chaos stiften? Wie schwach seid ihr bitte alle? Also jetzt mal ohne Witz. Komm, Powerdowns, beende es. Bonk, bonk, bonk. Oh, 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 yeah! Fast besiegt! Boah, ich liebe die Powerdowns. Vor allem, wie schnell das in diesem Spiel einfach geht. Generell, die Kämpfe gehen so viel schneller auf einmal. Und ich mag das. Ich mag das sehr. Mann, was soll das? Warte, halt. Ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarmen. Also gut. Du hast gewonnen. Du sollst 10.000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Nö.
will kein Geld. Ja, damit hast du kein Geld, hä? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Diesen Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt das? Ja, das klingt ganz gut. Gib her. Nee, ich wusste es. Der Orden sei dein. Tritt ein wenig vor. Okay. Gib her. Ah, meine Nase! Ah, nein, meine Nase! Du bist auf meine Liste reingefallen, Idiot! Hey, wie feige! Ihr Narren, hinter List regiert die Welt und ihr seid selbst schuld. Allerdings, ich finde mich noch ein wenig schwach. Jetzt hilf wohl nur noch. Nur noch was? Sie ist noch nicht besiegt? Oh mein Gott! Sie hat die Zuschauer gefressen! Die ganzen Little Tonys! Wie schrecklich! Jetzt bin ich mich wieder kräftig! Und verschämt! Lass uns diesen Drachen rasch besiegen, Mario! Auf einmal im Publikum kämpfen wir, okay, das ist cool! Ich kann das einfach nicht fassen! Bis sie zu sowas in der Lage ist! Jetzt reicht's! Der Power Dolz soll es dir lehren, nie wieder das Publikum zu fressen! Dieses Quaken macht mich so unglaublich schwach. Ja, merkt mal, du machst gar keinen Schaden mehr. Gib einfach auf! Aber ich... Schimpf und Schmach! Tod. Und es regnet die 100 Münzen. Zwar nicht den 10.000, die sie uns versprochen hat, aber ein bisschen was aus ihrer Krankenkasse. Die Münzen nehme ich mit. Geschafft, Mario. Und jetzt müssen wir nur noch dein Sternjuwel finden, Mario. Lebst du noch? Was zum... Wenn das mal nicht... Puh, endlich wieder an der Luft. Aber... Hä? Vater! Oho, das ist doch mein kleiner Kupio. Kommt mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen geworden in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meiner Jagd nach Logart bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logart hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihrem Wanz verbracht, im Schutz meines Panzers. Warte, so lange ist das schon her? Wie lange leidet ihr unter diesem nubigen Drachen? Ist ja traurig. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kupio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesem? Also wirklich, Dad, ich bin hier, um Logart zu töten und das Dorf zu befreien, was denn sonst? Und dann ist da noch Mario, er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Das Sternjuwel? Ist vielleicht dieses kleine Steinchen hier? Was ist das denn? Das habe ich in Logarts Bauch gefunden, das sah aus wie ein nettes Souvenir. Und das... Das habt ihr also gesucht? Das passt ja wunderbar, hier für dich. Da, danke. Du musst dich nicht genieren, du bist Kupios Freund, also nimm schon. Danke, Mann. Und somit erhalten wir den ersten Stern. Oder auch das erste Sternjuwel. So, wir haben jetzt eine Sternenergie von 2. Und wir erlernen die Attacke Maxi Beben. Und mit diesem lahmen Boss haben wir Kapitel 1 geschafft. Nach dem Sieg über Logart fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logart kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kupio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Der Effekt. Ganz viele Peaches. Nein, wo sind sie hin?
Wo ist generell überhaupt Peach? Oh, da ist sie ja. Sie wurde gefangen genommen. Von diesem... Wie ist der Crucius? Herr General, wir haben Prinzessin Peach. Boom. Ja, hübsche Prinzessin. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. So, er hat es gesagt. Prinzessin Peach. Wie soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen. Wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt. Das ist besser für dich. Wir Crucianen sind nicht gerade geduldig. Ja, was geht ab? Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Logans Sternjuwel wird von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter den Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logan besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauer Latzhose. Mario! Mario? Ups! So, Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wachen, bringt die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zum Befehl. Aber passt auf, fass das Schätzchen nicht zu grob an. Das ist nämlich mein Job. Zum Befehl. Was zur Hölle? Ist auch noch ein Creep? Oh Mann. Also... Chrysillus, wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden, zu Befehl, Herr General. Ich fühle mich hier wie bei einem Pokémon-Team. Ich frage mich, ob Chrysillus allein der Sache gewachsen ist. Hey, du da! Ich? Ja, Sir, zum Befehl. Sie haben gerufen, General. Bring mir das Schattentrio. Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie sofort. Zum Befehl. Das ist uns. Wir sind hier schon. Und hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilde. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt hat, konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich, da waren zu viele Leute, Sir. Außerdem kam noch ihr Begleiter, dieser komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und in die Karte bringen, Sir? Ich bitte drum. Für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilda. Ihr werdet ihn also fertig machen? Wir werden dir bald erfreuliches berichten, General. Also gehen wir, Roberto, Barbara, an die Arbeit. Ja. Okay. Das sind wohl unsere neuen Gegner. Und Peach? Was macht sie jetzt da? Oh nein! Ich bin wieder gefangen! Mario und Toswurf werden sich sicher sorgen! Aber, wo bin ich hier nur? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Und wir spielen Peach wieder. Yay! Das heißt wieder, im ersten Teil gab es das auch. Das ist alles sehr ähnlich zum ersten Teil. Das ganze Spiel ist generell einfach nur der erste Teil anders umgesetzt. Es ist weicher als erwartet. So werde ich in meinem Bequem schlafen. Mhm. Können wir hier durch? Ach, wir können hier durch. Sieht ganz frisch und sauber aus. Das hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Die machen hier sauber? Oha, das hat jemand aber penibel sauber gemacht. Ich kann kaum noch durchschauen, wie das aussieht. Okay, ich schätze, fühlen uns ein bisschen dreckig, nachdem wir uns angefasst haben, die Wachen. Können wir ein bisschen baden gehen. Ob ich das wohl benutzen darf? Ja, warum nicht? Komm.
das Kleid dahinter. La la la. Und abtrocknen. So, wieder das Kleid anziehen. Sehr gut. Und noch eben geschminkt. Das hat gut getan. Oha, ich kann meine Schminke nicht sehen. Wie hat sie sich geschminkt? Ohne Spiegel, na gut. Einfach so. Perfekt. Hey, jetzt nicht mehr. Vielleicht hat sie sich einfach nur so gut gefühlt, dass sie am Blaschen war. Ich weiß es nicht. Ein Besen! Ein Besen! Krank. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Okay, doch nicht. Was war das? Die Tür hat sich ja einfach so geöffnet. Irgendwer will, dass wir durchkommen. Niemand da, oder? Wo bin ich hier, bei Alien oder was? Oh Gott, das ist gruselig. Schaut mal hier. Stampfattacke wie Mario Sunshine, ein bisschen unter Untergrund. Nee, geht aber nicht. Peach weiß nicht, wie man jumpt. Scheint nicht zu funktionieren. Und die Tür, die geht auch immer so auf. Seltsam. Ja, indeed. Was zum... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hä? Wer macht denn hier auf einmal das Licht an? Bewegungssensor? Guten Tag, Peach. Wer war das? Wo kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hubcomputer Tag XX. Nenn mich einfach Tag. General Crucius schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius... Das war sicher dieser böse Kerl von vorhin. General Crucius ist nicht böse. Er ist großartig. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Aber weshalb hast du mich hierher kommen lassen? Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu überhitzen. Unverständliche Signale durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist... Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will. Ursache unbekannt. Als perfekter Computer muss ich irgendwie die Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Mich ansehen? Mich kennenlernen? Du bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nur ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein, sag was. Also, ich kann das nicht sagen. Bitte sag es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber sag was. Du bist vielleicht verliebt in mich. Verliebt, Liebe, unbekannt. Du kennst keine Liebe? Liebe ist... Du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr beistehen, wenn es ihr schlecht geht. Glücklich, Spaß. Definition dieser Worte ist unbekannt. Abgekürzter Zugriff. Ich kann nicht googeln, was es heißt. Unmöglich. Dass ich als perfekter Computer etwas nicht begreife. Begreifen kann man das wohl nicht. Ha? Prinzessin Peach. Begriff Liebe bitte näher erläutern. Was? Was ist auf einmal mit dir los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Erbitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Biete dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann natürlich nicht gewährt werden. Was redest du da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich ja herzitiert und soll dir erklären, was Liebe ist? Das muss ich mir gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert. Sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Tech muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden? Bitte Wunsch benennen. Darf ich mir wirklich etwas wünschen? Dann... Könnte ich jemanden eine Nachricht übermitteln? So schnell wie möglich? Einverstanden.
Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mail-Funktion erteilt. Bitte mit Tastatur Empfänger und Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut, ich schreibe etwas. Fertig! Kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Für heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Okay. Das klingt doch schon mal ganz gut. Also dann, gute Nacht. Der Computer hat sich verliebt. Gute Nacht, Peach. Shutting down. Warte mal, Bowser? Kommen wir jetzt zu einer Bowser-Szene? Tatsächlich. Boah, sieht das cool aus. Dun, dun, dun. Ah, er ist da! Mach die Tür auf! Platzt eure Wichte, es ist Zeit für meinen Auftritt! Aber ich frage mich, wieso Kelly Cooper mich wohl gerufen hat. Finsterkeit, Kelly Cooper wird jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr wohl sagen, am Ende des Saals warten? Ich mach, was ich will! Idiot. Gott. Ich hasse mich zu bewegen. Wo ist mein Clown-Car? Diese Statuen sehen einfach immer wieder edel aus. Wenn ich erst die Welt erobert habe, stelle ich die Dinger überall auf. Yeah. Ich habe mal gesehen, wie Bowser ein süßes Fotoprozess mit Peach anhimmelte. Oh. Also wie er das also anschaute, sah aus wie... Verschlagenheit. Hä? Was redest du da über mich? Ich glaube, es hackt. Euer Unschlagbarkeit, ich trainiere jeden Tag hart für die große Welteroberung. Bitte denkt an mich, wenn es ernst wird. Sehr schön. Vergiss mir dabei nur nicht die Arbeit. Der wird nicht abgefackelt. Der macht seinen Job gut. Oh Gott, das ist ganze Latschen. Euer Gradlinigkeit, bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Saals. Ich weiß, was ich zu tun habe. Lang lebe König Bowser! Richtig. Hä? Was war das denn? Ihr seid mir gegrüßt, euer Schreckhaftigkeit. Da bist du also, Cammy. Warum haben wir nur diese Wege so lang gebaut? Verzeiht, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise. Ja, ich weiß auch nicht, wer sich das hier ausgedacht hat. Diese 5 Meter hier. Aber Cammy Cooper, du alte Hexe, sag schnell, warum wolltest du mich sprechen? Bleib bitte ganz ruhig, euer Rastlosigkeit. Sorry, ich hab was im Mund. Also unser Freund Mario wurde angeblich in Rüningen gesehen. So hört man. Was? Was interessiert mich, was dieser Mario schreibt? Mir doch egal! Und du fragst es mich wegen so einer Blappalie zu stören? Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Ein Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen. Sternförmige Edelsteine, so sagt man. Ich versuche gerade etwas über diese Steine herauszufinden. Aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwelen? Die sollte ich mir krallen, wenn sie mir jetzt zur Weltherrschaft verhelfen können. Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf dem Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich. Euer Vollständigkeit, mögt ihr eigentlich Rührei? Ja. Klar, ich liebe Rühreier. Aber, warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichbar. Vergleichlich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, auch euch dazu begrüßen zu dürfen, euer Maßlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltherrschaft erlangen.
Ich hasse Spaß! Ich hasse es! Ich bin Nintendo! Aber beruhigt euch doch, euer Reithaftigkeit! Was ist denn? Bro. Ich stelle mir gerade so vor, wie Kamek, das ist nicht Mario Cooper, sondern das ist Kamek, wie so sagt, erster Tag im Job, ernsthaft. Was ist das wahr? Euer Jähzornigkeit. Jähzornigkeit. Es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Rollingen entführt worden. Was? Bist du ganz sicher? Wer wagt es? Diese Rohlinge! Nein, zweitens sind wir noch nicht bekannt. Aber meine Untergebenen führen im Augenblick genau Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen? Niemals! Unter keinen Umständen kann ich sowas zulassen. Nur ich entführe sie. Wir müssen sofort los. Auf nach Rohlingen. Wir müssen Peach retten. Peach retten, um dann selbst zu entführen? Okay. Toller Plan. Oh, endlich, wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Oh, wer repariert das jetzt? Eier Waghalsigkeit, so wartet doch! Naja, ist reich. Wer kann sich das leisten? Das war jetzt aber viel Lesen, du. Und zurück zu Mario. Kupio, du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater, ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein starker Koopa werden, so wie du, Vater. Gut gesprochen, du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht, du bist mein Sohn, Kupio, und ich bin dein Vater. Das ist jetzt so ein 5-mal gesagt worden irgendwie. Kupio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Und denk dran, du kannst immer herkommen, wenn du etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank. Aber jetzt müssen wir los, das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lassen Sie jetzt einmal nach Rollingen zurück. Erinnerst du dich, Mario? Der Besitzer der magischen Karte halte diese von dem Eonentor in die Höhe. So dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt den Weg zum nächsten Sternjuwel. So ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternjuwel zum großen Tor zurückgehen... Werden wir dann auf der magischen Karte sehen, wo das nächste Juwel ist? Ja, richtig. So, los geht's. Okay, das klingt doch auch schon mal ziemlich gut. Okay, ich glaube, das können wir jetzt wieder abrüsten. Den Orden hier. Und beim nächsten Mal, Freunde... werden wir dann unser Abenteuer fortsetzen. Ich werde wahrscheinlich dann zurückgehen erstmal. Warte mal. Sind diesen Orden hier? Holen wir uns doch jetzt. Jetzt, wo wir eine neue Fähigkeit haben. Kampfrausch Pi. Sinken die Kapitel des Partners auf 1. Erhöht sich deine Angriffskraft um 5. Oh. Okay, das wird wahrscheinlich niemals passieren, dass mein Partner nur ein Leben hat. Aber wenn es passiert, dann ist der Payoff riesig. Das ist natürlich krass. Das sollen wir ausnutzen. Eigentlich ein Speicherbar? Ich glaube links. Da kann ich mich nicht mehr so spinnen wie im ersten Teil, aber ist nicht schlimm.